auch ein Profikoch und ich koche ja gerne Rührei. Also, erst so, dass man die Hände gründlich waschen muss mit verschiedenen Bakterien und Keime und Bakterien. Gründlich Hände waschen und desinfizieren muss man immer. Und dann mehrfach Oberhände und Unterhände desinfizieren. Und besonders du musst die Eier in einem Messbecher reinschlagen. Wichtig ist, du musst den Ton nehmen und so drehen. Dass die Zwiebel feucht und nass ist. Dann kann ich die Sahne viel mehr weg. Wie auch immer. Dann, komm her mit der Kamera. Wichtig ist bei den Zwiebeln, dass oben und unten dass du das wegschneiden musst, dann tötet es die ganze die Schale viel besser ab, als wenn du kaputt schneidest. So, und jetzt teilen wir das in der Mitte, legst du das so nach und schneidest. Und ich so runter. Und ganz wichtig ist, du nimmst dann wenig Öl, weil ich das so, wenn du mehr Öl nimmst, dann ist das so eine Bombe, Kalorie. Und Kalorie ist das nicht gut, dass man deutliche Bauch trinkt. Und dann ganz wichtig jetzt, die Zwiebeln in die Pfanne. Das war eine Erwärmung. So, da ein bisschen Bauarbeit. Wichtig ist, ein bisschen Abrisse, nicht viel. Dann nimmst du den Milch. Füttert vorsichtig mal drauf.
Dan werd dit veld dicht. Want je dit wel dicht met u en waarom? Ik möchte gerne bedanken, dat die Zuschauer und Zuschauer und Hörer und Hörer zugeschaut haben. Gratulatello, hallo bitte. Wir zuschauen und viel Spaß und nachkochen und jetzt einen guten Appetit.